Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist René Aust. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Bürgerdialog der AfD Thüringen. Bei mir zu Gast ist heute Abend der Spitzenkandidat der AfD Thüringen und der Volksanwalt, Herr Stefan Brandner. Guten Abend. Und bei mir ist außerdem der Zweitplatzierte der Liste und Alarmgründer und ebenfalls Volksanwalt, Herr Jürgen Pohl. Guten Abend, Herr. Guten Abend. Sie hatten wie immer die ganze Woche Zeit, über uns Fragen zu stellen, wovon Sie reichlich Gebrauch gemacht haben. Und gerne diskutieren wir die Fragen heute Abend. Sie können selbstverständlich, so wie immer, im Chat uns weiter Fragen stellen, die ich dann hier gerne in die Sendung einbringe und unsere Kandidaten für Sie gerne beantworten. Zum Einstieg aber zunächst mal, wir sind jetzt nur noch 3 Tage von der Bundestagswahl entfernt. Um die Zeit am Sonntag wird bereits gefeiert, oder? Ja, ich gehe davon aus. Es sind mal 70 Stunden jetzt ungefähr noch, ne? Wenn ich richtig gerechnet habe. So Pi mal Daumen. Ich habe jetzt noch nicht auf die Uhr geschaut. Jede Stunde 0,1% und wir sind die zweitstärkste Kraft im Deutschen Bundestag. Ich denke mal, das ist machbar. Aber eins habe ich, ich hatte es vorhin schon mal kurz erläutert, also es ist eigentlich kein Grund zum Feiern da. Wir sind deswegen so stark, weil Deutschland so schwach ist und weil die Altparteien dieses Land gegen die Wand gefahren haben. Also das heißt, wenn wir am Sonntag mit so einem richtigen Top-Wahlergebnis jenseits der 20% in Thüringen abschließen werden, dann müssen wir eigentlich daran denken, dass dieses Wahlergebnis nicht nur unseren Wahlkämpfern draußen zu verdanken ist, sondern den fleißigen Wahlkämpfern wie Herrn Schulz, Frau Merkel, Herrn Altmaier und wie sie alle heißen. Also Dankeschön nach Berlin. Aber Jürgen, ich dachte, wir wollten gute Stimmung verbreiten. Das schaltet ja jeder gleich ab, wenn er das hört. Nein, wir waren fleißig und am Sonntag müssen wir mal ein bisschen feiern. Also okay. Wirklich, ja, ich muss auch mal wieder ein bisschen zu mir nehmen, ein paar Sachen. Ich habe, glaube ich, 5 Kilo abgenommen. Ich lebe nur noch von Mineralwasser und Fisherman's Friend. Das muss am Sonntag. Weißt du Ihre Lieblingsmarke? Meine also die Weißen, ja. Also, oh, nicht, dass da draußen... Sind Sie zu scharf, bist du zu schwach. Also, eben, die genau. Schon sein. Gibt es aber nur noch ganz vereinzelt. Das gilt aber auch für Ihre Reden, oder? Für denen, die zu scharf sind. Dann sind die Leute zu schwach. Wie haben Sie den Wahlkampf mitbekommen? War es sehr aufgeregt? Sind Sie sehr aufgeregt wegen Sonntag? Nö, also ich bin eigentlich erschöpft, muss ich sagen. Ich bin ganz froh, wenn der Sonntag da ist. Es war alleine heute. Ne? Morgen war ich in meiner Rechtsanwaltskanzlei, ich bin aber nebenbei noch in einem vernünftigen Beruf. Dann war ich in Weimar, da hat der Präsident des Oberverwaltungsgerichts gewechselt. Das hört sich ja ziemlich dröge an. Aber was da erzählt wurde, also dass ein scheidender Präsident des Oberverwaltungsgerichts sagt, der Rechtsstaat in Thüringen würde erodieren, ja? Der sich beklagt über politischen Einfluss in Thüringen auf Entscheidungen zum Versammlungsrecht. Das hat mich schon, muss ich sagen, erschüttert, was da hinter den Kulissen wohl abgeht in Thüringen, dass Richterschelte betrieben wird, weil eben die Grundsätze des Grundgesetzes durchgesetzt werden. Also das war eine gute Veranstaltung und ich muss sagen, mal Respekt, Herr Schwan, also der scheidende Präsident, der hat eine gute Arbeit gemacht. Dann war ich beim Unternehmertag in Weimar, das hatte sich angeschlossen. Dann war ich gerade noch bei der Literaturpreisverleihung. Ein Gera hat den Thüringer Literaturpreis bekommen. Also allerhand los. Mhm. Morgen geht es weiter mit Infostand und noch 2 Ausschüsse im Landtag. Und Samstag nochmal einen schönen Autokorso. Und also irgendwann muss man nochmal wieder zur Ruhe kommen dann. Richtig sehr turbulente Zeiten, aber spannende und schöne Zeiten. Wie war Ihr Tag heute, der Wahlkampftag? Also wir sind heute in Nordthüringen direkt beim Wähler gewesen. Wir waren erst im Bleicherode Wahlkampfstand. Wir haben in Nordhausen Wahlkampfstand. Ich war bei unseren Freunden in Duderstadt. Ich grüße den Kreisverband. Sind mit einer großen Feuerwehr werbewirksam nach Worbes und haben dort das Eisfeld aufgemischt und für Manfred Grund noch mal ein bisschen die Wähler abspenstig gemacht. Also es war heute ein Tag, wie wir immer hatten. Also es war Stress pur und ich bin eigentlich wirklich froh, wenn wir den Sonntag erreicht haben. Wobei ich sagen muss, so doll waren die Altparteien nicht vertreten. Ich glaube, die haben festgestellt, dass sie keine Themen mehr haben. Also irgendwo muss ich ehrlich sagen, ich habe sie nicht gesehen auf der Straße. Ab und zu mal die verloren gegangene SPD, aber... Die Splitterpartei, wie Sie gestern. Splitterpartei, ja genau so ist es. Die Splitterpartei unter 10% in Thüringen jedenfalls. Ich bin ja, naja, sprech mal erstmal was anderes. Wir müssen nicht schon wieder eine Strafanzeige einfangen. Wir sind ganz vorsichtig. Aber reicht auch. Also Strafanzeigen war ja auch so ein Thema, aber das ist gut. So viele Strafanzeigen wie in den letzten 2 Wochen habe ich 50 Jahre vorher nicht bekommen. Aber alles eingestellt, meine Damen und Herren. Alles eingestellt, weiße Weste nach wie vor. Da war nichts dran. Nein, alles erschuckt. Was sind Ihre Erwartungen für Sonntag? Was sind Ihre Erwartungen für Sonntag? Vom Ergebnis her. Vom Ergebnis her? Also da bin ich ganz offen. In Thüringen denke ich mal 20 plus, Jürgen, oder? Richtig, 20 plus. Und im Bund sind wir nicht weit von 15 entfernt. Also sowohl drüber als auch drunter. Ich lasse wieder so einen Korridor. Mhm. Ist nicht viel mehr zu sagen. Also 20 plus, das Klima in Thüringen hat völlig gewechselt, ja. Beziehungsweise ist ein,
eine Zustimmung auf den Straßen, die unwahrscheinlich ist. Und dadurch, dass wir hier Wahlkampf gemacht haben, kann ich jetzt zum Bund relativ wenig sagen. Also wir kennen die Stimmung draußen jetzt in den anderen Ländern nicht. Wir können jetzt bloß für Thüringen sprechen und da toi 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 auf den Sonntag warten. Aber Gefühle habe ich trotzdem. Ja. Und was machen die anderen? Kommen die Grünen in den Bundestag? Ja, also ich hoffe mal nicht. Also wir arbeiten jetzt schon an Resozialisierungsprogrammen für die Grünen. Das erste wird sein, dass man denen, die nicht mehr reinkommen, auch erstmal eine Schulbildung vermittelt. Im Rahmen der Erwachsenenbildung. Ne? Und dann hoffe ich, dass sich bei dem einen oder anderen noch eine Berufsausbildung vielleicht anschließt. Ich bin aber guten Mutes, dass sie resozialisierbar sind. Das ist schwer. Ich weiß ja nicht genau. Also die Parteifreunde von denen, die Linken, ich kam heute in den Landtag rein, liebe Freunde draußen an den Computern, gehe in den Fahrstuhl, steht eine junge Frau mit roten Haaren. Und ich sage ganz normal, guten Tag, also so wie sich das gehört. Ne? Meine Mutter hat immer gesagt, grüß mir die Leute, putze die Nase. Und starr ersteinert wie eine Statuette oder wie zur Salzsäule, Lots Weib, falls man sie kennt. Und da habe ich gesagt, sie können wohl nicht grüßen. Ich grüße keine Rassisten, sagt sie. Und gleichzeitig sage ich dann, sie sollte sich mit ihrer Mutter in Verbindung setzen. Also dieses politische Dogma, was die Linken und was die Grünen vorantreiben gegen uns, das stärkt uns. Das heißt, je mehr die jaulen, umso mehr wissen wir haben alles richtig gemacht. Das sehe ich auch so. Wir haben Sie den Wahlkampfabschluss gestern Abend in Erfurt erlebt. Da war ja der große Auftritt, nochmal die Volksanwälte zusammen gestern Abend. Dann hatten wir den Gast Thorsten Weiß vor Ort und Herr Höcke hat dann auch nochmal die Abschlussrede gehalten. Wie haben Sie es empfunden gestern Abend? Also ich glaube, die Volksanwälte werden ja nicht aufhören. Ich denke mal, Bundestag... Fängt ja jetzt erst an, oder? Das fängt erst an im Bundestag. Und wenn es nicht klappen sollte mit uns, dann gehen wir auf Tour durch Deutschland. Ich glaube, da brauchen wir uns um unsere Zukunft keine Sorgen machen. Wollte ich gerade sagen. Also, aber ich habe gesehen, der Thorsten Weiß ist ein guter Mann. Also er hat eine sehr gute Rede gehalten. Die Resonanz, die ich vernommen habe, war richtig gut. Ja, und zu Björn Höcke sage ich jetzt gar nichts. Das ist der Reiter, der vorangeht. Das ist der neue Ministerpräsident bei uns. Und das ist doch heute nur die Generalprobe. Wenn wir mit 80 Leuten in die Fraktion im Bundestag einziehen, heißt das, dass wir dann hier Herrn Ramelow mal ablösen in der nächsten Wahl. Und da freue ich mich schon drauf. Schön, weil nur gestern Abend, ich hatte mit Journalisten gesprochen vor Ort und die auch sagten, also 1500 sind das nicht, Herr Brandner, das sind ja so um die 1000, die Teilnehmer. Und heute in der Zeitung schreiben sie alle 350. Ja. Also die gleichen, die wir gestern Abend 1000 gesagt hatten, schreiben heute 350. Nein. Das ist politisch gesteuert. Schön war da auch ein schönes Schild gestern Abend zu lesen. Herr Ramelow war ein Griff ins Klo. Ja, das war auch nee, ganz also das ist ja nicht mein Stil. Wir sind ja auch Goetheland. Das heißt, wir können ruhig ein bisschen, Gedichte machen. Herr Holger Schubi-Schubert hat heute Abend die erste Frage gestellt. Wie steht die AfD zur Steuervorauszahlung, die viele kleine Handwerksbetriebe ruiniert? Möchte dazu jemand die erste Antwort heute Abend geben zur Steuervorauszahlung? Ja, ich kann dazu was sagen. Also das ist Steuervorauszahlung, das muss ich ja auch machen. Dass die viele kleine Betriebe ruiniert, habe ich jetzt noch nicht gehört. Das ist sehr unangenehm. Man muss sich halt, wenn das Jahr vorbei ist, muss man sich halt dahinter klemmen und gucken, dass man schnell seine Steuererklärung abgibt, dass man beim Finanzamt Druck macht, dass die bearbeitet wird. Und dann sinken ja auch die Vorauszahlungen. Ich glaube, die Fragestellung geht darauf hinaus, dass der Handwerker ja nicht wie wir als Anwälte nach eingenommenen Geldern, sondern nach in Rechnung gestellten Geldern versteuert wird. Das heißt, der muss ja mit der Mehrwertsteuer in Vorleistung gehen. Ja, aber es betrifft ja kleine Betriebe nicht, nach meiner Kenntnis. Naja, kommt doch an. Das ist ja die Sollentingsversteuerung, die ja eine Rolle spielt, ne? Ja. Aber wenn der Schubi Schubert zuguckt, er kann die Frage gerne nochmal präzisieren. Genau, dann antworte ich gerne drauf. Vielleicht geht es auch um die Umsatzsteuer oder so, müssen wir sehen. Wir wollen, weil wahrscheinlich auch heute Abend Zuschauer dabei sind, die vielleicht die letzten Male nicht zugesehen haben oder Sie noch nicht so genau kennen, nochmal kurz die beiden ein bisschen näher darstellen, ein bisschen näher vorstellen. Zum Beispiel, was ist Ihr Wahlkreis und was ist Ihr politischer Schwerpunkt? Wo sehen Sie Ihr Hauptfeld im Bereich Bundestag, wenn Sie dann am Sonntag ab dann drin sind? Mein Wahlkreis geht links vom Eisfeld, also Heiligenstadt, über Nordhausen hin in den Kyffhäuser Kreis nach Sondershausen, also das gesamte Nordthüringen. Ich fahre anderthalb Stunden von links nach rechts, nicht mit der Straßenbahn, sondern mit dem Auto. Das ist einer der größten Wahlkreise, glaube ich, hier in Thüringen. Sehr ländlich geprägt. Ja, und meine Spezialität und meine Spezialität sind die sozialen Fragen. Das heißt, ich war vorher schon als Rechtsanwalt in Sozialrecht, Arbeitslosenrecht, Sozialrecht, Rentenrecht und so weiter tätig. Und das ist das, was mich heute aufregt, dass wir, wenn es um Deutschland geht, 47% der Redezeit beim TV-Duell Merkel-Mulz, also dann von den beiden
Es geht überhaupt nicht mehr um soziale Fragen, sondern es geht um Erdogan, es geht um Flüchtlinge, 47%. Und soziale Fragen haben 3% ausgemacht. Das ist ein Witz, was hier stattfindet. Wir haben noch viele Probleme. Wir können ja nachher mal vielleicht drauf kommen, wenn wir Zeit haben. Ost-West-Angleichung der Renten. Wir haben Mindestlohnproblematik, Leiharbeitsproblematik. Also wir haben enorm viel zu tun in Berlin. Packen wir es an. Für die richtigen Probleme des Landes haben wir hier selbstverständlich die Zeit. Wir sind ja nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Oh. Aber vielleicht können Sie sich auch noch mal kurz vorstellen heute Abend. Was ist Ihr Wahlkreis und was ist Ihr politischer Schwerpunkt? Also ich wohne in Gera seit 20 Jahren, bin also als Emigrant sozusagen aus Bayern 1997 nach Gera, aber wunderbar integriert. Also ab dem ersten Tag zahle ich Steuern, Kinder, spreche Deutsch, also fast fehlerfrei, wie man sich so einen gut integrierten vorstellt. Mein Wahlkreis ist Erfurt, Weimar und dazwischen, Weimarer Land 2 heißt das, das ist die sozusagen links und rechts der Verbindungsstraße zwischen Erfurt und Weimar. Das ist mein Wahlkreis und ich habe auch fleißig Wahlkampf gemacht, ich kenne Erfurt und Weimar inzwischen sehr gut. In Weimar auch die Schattenseiten der Linksextremisten, die wir über uns ergehen lassen mussten. Aber wunderschöne Stadt, auch sehr großen Zuspruch in der Bevölkerung. Im Bundestag, was ich dann machen will, da kann ich mich sehr lang fassen. Ich werde darauf drängen, dass wir sukzessive unser Wahlprogramm und auch unser Grundsatzprogramm abarbeiten. Das umfasst bekanntlich etwa 100 Seiten. Aber man kann sich darauf verlassen, ich werde das nach und nach umsetzen oder darauf drängen, dass wir das umsetzen, was wir auch verabschiedet haben und wofür wir alle wochenlang, monatelang Wahlkampf gemacht haben. Und für Frau Merkel den Plenarsaal zum Gerichtssaal machen. Richtig. Ja. Wie sich für Volksanwälte Tribunal, hören. Ja. Na. Also es ist tatsächlich eine unserer Aufgaben, die wir uns gesetzt haben. Die Volksanwälte sind ja richtig verhakt mittlerweile in der Argumentation, in der Bevölkerung. Mhm. Und die Wähler haben es nachvollziehen können, dass wir beide angetreten sind, Frau Merkel für diese Sachen, die sie letztendlich verbrochen hat, zur Rechenschaft zu ziehen. Aber eben nicht nur Frau Merkel, sondern die gesamten Altparteien. Schauen wir mal. Wer aufmerksam meinen letzten Reden gelauscht hat, der hat ja gemerkt, so an den Haaren herbeigezogen ist das gar nicht, dass sich die Frau Merkel strafbar gemacht hat, und zwar massiv. Muss man nur mal gucken, dass wir einen Staatsanwalt finden, der sich traut, die Dame anzuklagen. Oder eben einen Untersuchungsausschuss. Die gleiche Kompetenz. Und so ein bisschen passend dazu hat uns Michael Christian eine Frage gestellt. Was passiert, wenn erwiesen wurde, dass Wahlbetrug der Altparteien begangen wurde? Im Endeffekt bekommen die Menschen nur die Zahlen der Medien berichtet und glauben das. Aber was, wenn bewiesen wurde, denn dafür sollen die Leute ja mit auszählen, wenn betrogen worden ist bei der Wahlauszählung beispielsweise? Was würde dann geschehen? Naja, ich meine, dass zulasten der AfD betrogen wurde, ist ja, das liegt ja auf der Hand. Wir haben das ja schon in Sachsen-Anhalt haben wir es erlebt, ganz massiv in Nordrhein-Westfalen, wo sich also 15.000 Wahllokale gibt es in Nordrhein-Westfalen, 50 wurden nachausgezählt und da gab es schon mehrere tausend Stimmenabweichungen. Also wenn man die anderen 14.950 auch noch ausgezählt hätte, dann wäre es ein ganz anderes Wahlergebnis. Und wenn man weiß, dass in Nordrhein-Westfalen die Regierungskoalition ein Mandat Mehrheit hat, da hängt die ganze Regierung dran. Deshalb ist man in Nordrhein-Westfalen dazu übergegangen und hat gesagt, ja, die 50 haben wir jetzt ausgezählt, aber bei den anderen 14.950, da war es bestimmt ganz anders und wir zählen nicht mehr aus. Und so was Gleiches, die gleichen Befürchtungen habe ich auf dem gleichen Niveau habe ich für die Bundestagswahl, muss ich sagen. Darum sollen die Leute nicht nur am Sonntag wählen gehen, sondern wenn sie dann im Wahllokal sind, auch dort bleiben und ruhig mal über die Schulter schauen beim Auszählen. Ja, ich sag mal, wer sich den Sonntag nicht ganz verderben möchte, der geht halt erstmal relativ spät wählen und bleibt dann gleich da und guckt sich die Auszählung an. Ich kann natürlich auch morgens hingehen, mache mir einen schönen Tag und gehe dann abends um 18 Uhr nochmal dahin und schreibe exakt, dokumentiere alles, was mir auffällt. Ja, so exakt wie möglich, mit Zahlen, mit Unterschrift, mit Menschen, die da sind. Ich notiere mir am besten auch Zeugen, wer noch beobachtet, um im Notfall eine nochmalige Auszählung erzwingen zu können oder das Wahlergebnis anfechten zu können. In Bremen war es ja so, dass sich Abiturienten verzählt haben. Ich meine, das kann ja mal... Ja, zur Bildung kommen wir dann gleich. Ja, genau. Zur Bildung haben wir auch Fragen? Ja. Zur Bildung haben wir mit Sicherheit Fragen, bekommen wir noch. Ja, dann jetzt erst recht, jetzt wo Sie es angesprochen haben. An der Stelle erzähle ich dann was zu Abiturienten, die nicht zählen können. Wissen Sie noch? Dazu ist alles gesagt. Dazu ist alles gesagt. Also es wird Zeit, dass unsere Wähler aufstehen und sagen, so geht es nicht. Und deshalb Aufruf an alle Wähler, die sich da berufen fühlen, Wahlbeobachter sein, hingehen, 5 vor 6 im Wahllokal sein, sich nicht beirren lassen, mitzählen, den Hint über die Schulter schauen. Sie dürfen sich nicht einmischen, das ist klar, aber sie müssen schauen, werden da keine Wahlzettel ungültig gemacht, werden die Zahlen richtig übertragen, werden die Zahlen richtig übermittelt. Das sind die Fragen, die anstehen. Und allein schon die Präsenz wird dafür, also die Präsenz der Wahlbeobachter wird dafür sorgen, dass solche Sachen wie vor vielen Jahren nicht nochmal passieren, wo einfach Wahlergebnisse im Nachhinein
naja, irreal waren, sage ich jetzt mal vorsichtig formuliert. Vorsichtig formuliert. Sie haben natürlich die Möglichkeit, wie bereits erwähnt, uns Fragen zu stellen zu allen möglichen Bereichen. Wir sind da gar nicht thematisch gebunden, darum springen wir auch ruhig thematisch schon mal ein wenig. Und so hat es Oliver Mackert jetzt gerade eben auch getan. Wir fragen unseren Sozialpolitiker, was haben Sie mit den Renten vor, auch was die Erwerbsunfähigkeitsrente angeht? Ja. Renten ist das Problem, was Ostdeutschland bestimmen wird in den nächsten Jahren. Das können Sie sich heute schon notieren. Und nach der Bundestagswahl werden Sie sehen, dass auch die Altparteien das Dilemma einräumen werden. Wir haben unsere Renten, wie sie die Altersrenten, die derzeit anstehen, stehen auf drei Säulen. Das ist einmal die gesetzliche Rente, das ist die betriebliche Rente und das andere ist die private Altersvorsorge oder Kapitallebensversicherung. Im Osten habe ich zwei Stützpfeiler nicht. Das ist das eine, die Kapitallebensversicherung, da ist einfach kein Geld da. Wer Mindestlohn kommt, kann keine 100.000 Euro Kapitallebensversicherung ansparen. Und zweitens, die Draghi-Mini-Zinsen entwerten das auch noch. Die zweite Stützpfeiler, was wir haben, die betriebliche Altersvorsorge, ist im Osten auch de facto nicht existent, sodass wir dazu kommen, dass wir nur die gesetzliche Altersvorsorge haben. Bei der gesetzlichen Altersvorsorge haben wir das zweite Dilemma, nicht nur, dass wir die Ost-West-Angleichung nicht haben, sondern dass wir im Osten eine viel geringere Lohnentwicklung haben. Der Lohn ist aber entscheidend, das Einkommen ist entscheidend, wie hoch meine Rente nachher sein wird. Und wenn ich dann eben nur Mindestlöhner bin, dann kann ich eben nur Mindestbeiträge in die Rente einzahlen und dann komme ich irgendwo hin auf 600, maximal 800 Euro nach 45 Arbeitsjahren. Und was 600 Euro sind, das weiß jeder. Er zahlt eine Miete davon, das sind 300 Euro. Und von 300 Euro kann ich nicht mehr in 45 Jahren in einem Monat lang leben. Das heißt, ich muss ins Sozialamt gehen und wir müssen schauen, wir müssen uns nackig machen vor dem Sozialamt und sagen und uns bettelnd an den Beamten wenden. Es wird auch sogar dazu kommen, dass erst die Kinder und die Enkel gefragt werden, bevor der Staat überhaupt eintritt. Und jetzt auf die EU-Renten. Bei den EU-Renten sage ich Ihnen bereits heute, bevor, dass es dazu kommen wird, dass diese nochmals angegriffen werden. Denn wenn man immer großzügig vom österreichischen Modell spricht und daran denkt, dass bestimmte Leistungen erst nach 10, 15 Jahren fällig werden, so haben wir in Deutschland die Situation, dass ein EU-Rentner nach kürzeren Beitragszeiten schon in Rente gehen kann. Das heißt, wir brauchen hier eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, welches Rentenmodell wollen wir angreifen und welches Rentenmodell soll es in Zukunft in Deutschland werden. Eins ist klar, das bisherige Rentenmodell, das wird in Ostdeutschland Altersarmut bringen. Falls Sie sich hier wundern, warum wir zwischendurch immer ein klein wenig abgelenkt sind. Die Altparteien haben uns hier eine Fliege reingeschmuggelt. Ja. Ja. Ich mache gleich einen auf Obama und hau die tot. Ja. Ich glaube, der bleibt schon in der Sendung. In der Live-Sendung, ja. Ne? War das nicht so? Aber seine Versuche waren erfolgreicher als meine bisher hier. Aber dazu anschließend, wir haben große Probleme, riesige Soziallasten, wir haben niedrige Löhne, aber dennoch wird die Alternative für Deutschland in der Öffentlichkeit sehr häufig nicht mit sozialen Themen in Verbindung gebracht, sondern im Gegenteil teilweise sogar als nicht sozial dargestellt. Ja. Woran glauben Sie, liegt das? Das ist ganz einfach. Wenn Sie die Wirklichkeit vergleichen mit dem, was die Presse, was die Medien abbilden, dann werden Sie feststellen, dass ein erheblicher Dissens zwischen Wirklichkeit und Abbildung besteht. Also wenn wir uns Arbeit machen, wenn wir uns mit Fachkräften hinsetzen und Konzepte entwickeln, damit es den Deutschen in Deutschland besser geht, so wirst du von der SPD als Vollpfosten beschimpft. Das muss ich mir sagen lassen, letztens von einem DGB-Chef. Und das in einem arbeitsrechtlichen Bereich, wo ich zu Hause bin. Also das heißt, die Medien weigern sich anzuerkennen, dass wir mit Sachverstand und Fachverstand als Partei der Vernunft uns diese Fragen annehmen und lösen können. Mhm. Das ist das Problem. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir werden als Populisten beschimpft, dann muss ich Ihnen sagen, Vox Populi, die Stimme des Volkes, ist eben wichtig. Und das haben unsere Politiker verlernt, auf das Volk zu hören. Und deswegen sind wir als Volksanwälte auch angetreten, um zu sagen, vorwärts. Wir müssen die Probleme anpacken, wir müssen die Probleme lösen. Populist ist kein Schimpfwort für Sie? Überhaupt nicht. Also uns Populismus vorzuwerfen im Lutherjahr, ne? Der Luther, der sagte, du musst dem Volk aufs Maul schauen, ne? Und so weiter, also hat schon was. Also das heißt, es hat nicht nur was, sondern ich glaube, das ist grobe geschichtliche Unkenntnis. Mhm. Und der Anwalt ja auch. Der Anwalt kommt ja, das war ja so früher. Der Volksanwalt. Der Fürsprecher war ja der Anwalt, derjenige, der
eines Beistandes, eines Fürsprechers bedurfte. Und wenn man sich heute mal die Situation in Deutschland anguckt, die abgehobene Regierung, richtig, die abgehobenen Kartellparteien, das Volk braucht Fürsprecher. Mhm. Und zwei gute stehen hier. Und die werden wir ab dem 24. September dann in den Bundestag schicken. Richtig. Am. Gabi Friese fragt, ich war jahrelang Wahlhelferin. Als bekannt wurde, dass ich bei der AfD bin, wurde ich ausgemustert. Kann man dagegen vorgehen? So kurzfristig wahrscheinlich nicht, aber mit auszählen kann sie trotzdem, als Wahlbeobachter. Naja, auszählen nicht, aber sie kann sich dazustellen und sich das angucken. Aber das ist natürlich typisch. Ja. Ne? Das ist ja, ich meine, du kennst dich noch besser aus, wie zu düstersten DDR-Zeiten. Ne? Da wird gespitzelt, da wird denunziert, hinterrücks zersetzt, ja, mit anonymen Briefen, mit Aushängen, hier wohnt ein AfDler, also ganz fürchterlich. Jetzt sagst du mal was dazu. Also, beste Beispiel, wie es funktioniert bei uns in Deutschland, ist der Aufruf von Verdi. Verdi, eine Gewerkschaft, die normalerweise da ist, um ihre Mitglieder oder um die Arbeitnehmer zu schützen, zu fördern und so weiter, macht einen Aufruf an seine Mitglieder und sagt, Freunde, klärt in euren Betrieben und euren Einrichtungen auf, wer ist AfD-Mitglied oder wer ist AfD-affin. Dann, zweite Aufgabe, diskreditiert diese Leute, macht sie unglaubwürdig, verunsichert sie. Wenn ihr das nicht schafft, und bevor ihr irgendwelche Helden produziert, geht zum Arbeitgeber, veranlasst die Entlassung. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Oder wir haben den Aufruf der Gewerkschaft der Polizei hier in Thüringen, die sagt, deutsche, also Thüringer Polizisten haben nichts mit der AfD zu tun. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sprechen über eine Partei, die in 13 Landtagen ist und ab Montag im Deutschen Bundestag vertreten sein wird. Also das ist schon bitter. Und gerade bei der Polizei, wo du das sagst, da haben wir extremen Zuspruch, natürlich nicht extrem großen Zuspruch. Die sagen es nicht öffentlich, aber man kriegt das überall mit. Das ist ja nicht nur bei der Polizei so, das ist im gesamten öffentlichen Dienst. Die Menschen, die an der Front sozusagen arbeiten, die mit Migranten zu tun haben, die strömen uns sozusagen zu und erzählen uns auch richtig Sachen, die dann passieren und die in keiner Presse drin stehen. Ne? Mhm. Feuerwehr haben wir gerade hier, Straßenbahnfahrer in Erfurt. Mhm. Also sehr viele, die täglich, Taxifahrer, sehr viele, die wirklich täglich draußen sind, rumfahren durch die Stadt und sagen, so geht es nicht weiter, wir wählen AfD und meine Familie auch. Das Schönste an den Infoständen war immer, warum steht ihr hier eigentlich? Euch wählen sowieso alle. Ja, das war so eine Bestätigung, das habe ich nicht nur einmal gehört, sondern sehr häufig. Ja. Kommen wir vielleicht noch mal kurz zur Geschichte. Der Gründungsmythos der AfD ist ja die Opposition zur sogenannten Euro-Rettungspolitik. Und diese Gründung wird sozusagen vollendet erstmal am Sonntag mit dem Einzug in den Deutschen Bundestag. Da ist es ja derzeit recht ruhig. Ist die Euro-Krise hinter uns? Haben wir das gelöst? Ja, ich bin gerade ein bisschen zusammengezuckt, als Sie gesagt haben, wir kommen zur Geschichte, aber wir unterhalten uns über die jüngere Geschichte. Über die jüngere Geschichte. Ja, das ist ja, ich glaube, alles 5 Jahre zurück ist noch in Ordnung, oder? Ja, sicher ist das momentan ruhig. Auch die Flüchtlingskrise ist ja momentan auch gar nicht da. Von der Ukraine haben wir lange nichts mehr gehört und so. Alles wird unter dem Deckel gehalten und der Euro genauso. Und nach der Bundestagswahl wird uns der Laden um die Ohren fliegen. Oder unser Geld ist weg. Ja, ich habe das gestern mal verglichen. Ich war auf einer Vortragsveranstaltung von Hans-Werner Sinn, ein sehr hoch angesehener Wirtschaftswissenschaftler, der, es stammt von ihm, sinngemäß gesagt hat, der Herr Macron steht auf ältere Frauen. Ja? Angela Merkel ist eine ältere Frau. Diese Angela Merkel möchte sich politisch in Europa binden. Also es soll möglichst politisch zusammengearbeitet werden, eine gemeinsame richtige Außenpolitik. Also Europa soll ein Staat werden. Macron sagt, bevor wir diesen zweiten Schritt gehen, gib mir erstmal dein Geld. Also bevor wir uns auf Dauer binden, alte Frau, leg erstmal dein Geld auf den Tisch. Dann gebe ich das aus und dann schauen wir weiter. Also im übertragenen Sinne heißt das auf Europa, wenn die Bundestagswahl vorbei ist und Merkel und Konsorten haben weiterhin das Sagen, dann droht uns eine Transferunion. Mhm. Das hört sich jetzt an, ja, was ist denn das? Das ist unser Geld futsch. Wir haften mit unseren Bankvermögen für südeuropäische Banken, die alle wackeln. Wir haften mit unseren Steuergeldern für südeuropäische Krisenstaaten, wie Griechenland, Zypern, Portugal, Spanien, Italien ist nicht weit davon entfernt, Frankreich auch nicht. Da geht unser Geld hin, da sind ja schon Milliarden. Das wird alles, die Rechnung kommt, wenn die Altparteien nach dem 24. September das Sagen haben. Ich sehe es so kommen. Es wird ähnlich sein, auch wie bei Macron, der in den Himmel gelobt wurde und dann dramatisch abstürzte und inzwischen bei Umfragewerten liegt, die Martin Schulz in Deutschland hat. Also sozusagen sehr unbeliebt vernichtend. Vernichtend. Ja. Und genauso wird in Deutschland auch sein. Nach der Wahl kommt die Rechnung und hinterher beschweren sich alle die und sagen, die Altparteien haben das vorher gar nicht gesagt. Mhm. Wir sagen es vorher. Und deshalb, jede Stimme für die AfD ist eine Stimme gegen die Transferunion. Ganz konkret könnte auf uns eine europäische Arbeitslosenversicherung zum Beispiel warten. Das heißt, dass wir, die deutschen Arbeitnehmer, dann auch für Arbeitslose in den
südeuropäischen Staaten mitbezahlen, die sehr, sehr hoch sind noch immer. Also 2013, als wir angetreten sind als AfD, hieß es immer noch, der Ausruf zentral, also oder die europäischen Staaten, diese europäische Staatengemeinschaft würde niemals und zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Kernsouveränitätsrechte von Deutschland aufnehmen, würde niemals Deutschland die Souveränität nehmen. Ist alles dahin. Wir haben heute die Forderung, wir machen ein gemeinsames Heer, also eine gemeinsame Verteidigung, nicht nur Politik, sondern wir haben ein gemeinsames Heer. Es gibt die Forderung eines gemeinsamen Finanzministers. Es gibt jetzt mittlerweile die Forderung einer gemeinsamen Sozialversicherung. Wenn wir eine gemeinsame Sozialversicherung machen, wäre das der wirtschaftlich grob unsinnigste Sachverhalt, den man sich je vorstellen kann. Wir haben aus der Euro-Krise gelernt, dass wir eventuell ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten haben. Wir haben auf alle Fälle unterschiedliche Produktivitätsszenarien. Wir haben auf alle Fälle eine unterschiedliche Stellung zur Steuerpflicht. Wir haben eine unterschiedliche Stellung zu Inanspruchnahmen von Versicherungsleistungen. Und wenn ich jetzt sage, dass der deutsche Steuerzahler oder der deutsche Arbeitnehmer in eine Sozialversicherungskasse einzahlt, in der der griechische oder der spanische arbeitslose Jugendliche entnimmt, also ich meine, wenn das tatsächlich eine deutsche Forderung sein sollte, dann haben wir 5:12. Dann müssen nicht nur 20% plus X AfD wählen, sondern, liebe Freunde, dann müssen wir auf die Straße gehen und müssen diesem Unsinn einen Halt gebieten. Dankeschön. Eine europäische Steuer droht ja auch. Mhm. Das ist ja auch eine Diskussion. Ne? Da soll ja keiner glauben, dass wenn eine europäische Steuer eingeführt wird, also wo Brüssel direkt sagen kann, wir nehmen euch jetzt auch Geld weg, dass die deutschen Steuern dadurch sinken würden. Das kommt noch oben drauf. Ja, zum Beispiel, indem die Mehrwertsteuer ein Stück für Europa erhöht wird. Genau. Zum Beispiel. Ja. Wir fordern dagegen die Senkung der Mehrwertsteuer. Auf 12%. Und als es noch 12% war, da waren wir beide schon Anwälte und der deutsche Staat hat auch funktioniert. Das muss man sich mal vorstellen. Wir erhöhen einfach Steuern, ohne dass man merkt, ohne dass man sieht, was für Deutschland besser geworden ist. Es ist nichts besser geworden. Mhm. Also die sozialen Verhältnisse werden immer... Die soziale werden immer krasser, die Schere geht immer weiter auseinander. Und ich meine, da ist unsere Forderung der Steuersenkung und der Mehrwertsteuer auf 12% genau richtig. Davon profitieren alle. Natürlich. Ja. Leute, die Renten beziehen. Völlig unbürokratisch, mit einem Federstrich sinken, ich gehe davon aus, aufgrund des Wettbewerbs in Deutschland, sinken die Preise um ungefähr 7%. Ist der Dreisatz, ist also nicht ganz 7%. Ne? Sinken die Preise, genau. Ja. Das kostet ungefähr, da kommt ja immer der Einwand, ja, Populismus, das kostet ja alle so viel Geld. Das kostet ungefähr 70 Milliarden Euro. Das hört sich viel an. Aber das ist ungefähr der Betrag, den wir im Jahr ausgeben für die derzeitigen Flüchtlinge, die hier sind. Ungefähr. Bund, Länder und Gemeinden. Sind ungefähr die 70 Milliarden. Für die da gerade da sind. Frau Merkel sagt aber keine Obergrenze. Das heißt, es können alle kommen. Und da fragt auch keiner, wie wollen Sie das denn finanzieren, wenn die schon hier sind, ungefähr 70 Milliarden kosten. Also unser 7% Mehrwertsteuersenkungsprogramm ist solide durchdacht. Kein Obergrenze für Flüchtlinge-Programm ist Harakiri. Mhm. Eine Sache noch, die Senkung der Mehrwertsteuer entlastet natürlich immer die sozial Schwächsten. Das ist natürlich verständlich. Das heißt, wenn ich 100 Euro im Monat spare, dann ist das bei einem Einkommen von 1.000 Euro 10% ungefähr, und bei einem Einkommen von 10.000 Euro weitaus weniger. Ha! Ne? Jurist. Nein, aber es ist tatsächlich so. Die Entlastung für die sozial Schwächsten ist genau das, was bei einer Mehrwertsteuersenkung eintritt. Und was bei einer Mehrwertsteuererhöhung eintritt, ist genau das Gegenteil. Und da sehen Sie bitte, wie asozial diese Bundesrepublik ist. Und wir stehen kurz davor, dass wir diese Lasten, die diese Flüchtlinge ergeben, und jetzt mache ich die Raute, dazu führen, dass es unvermeidlich ist, die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Warten Sie es ab, 1-2 Jahre, wir sind soweit. In der Zwischenzeit bei diesen 1-2 Jahren fragt Dirk Schüler: Guten Abend zusammen. Meine Frage ist, ob Sie nach Ihrem Einzug in den Bundestag weiter so aktiv in den sozialen Netzwerken sein werden wie zurzeit. Ich wäre für den Dialog, den wir heute Abend machen, von Zeit zu Zeit sehr dankbar. Wären Sie dafür bereit, das auch nach der Bundestagswahl weiter so intensiv zu betreiben? Das ist unsere Arbeit. Wir müssen noch das, was wir in Berlin machen, hier darstellen. Das muss eigentlich dann erst anfangen. Ich befürchte mal, es wird noch schlimmer. Ja, weil bisher mache ich ja fast alles alleine in den sozialen Medien. Was Twitter und Facebook angeht, da unterstützt mich jemand nur ganz, ganz wenig. Und teilweise ein bisschen was umformatieren und so. Ne?
Aber wenn man mal die Möglichkeit hat, da jemand ein paar Stunden am Tag dran zu setzen, dann kann man natürlich noch das Ganze noch ein bisschen professioneller aufziehen. Herr Schüller, Sie merken, aber, Herr Schüller, Sie bekommen keine Ruhe vor Herrn Brandner. Ja, es hat aber auch noch einen anderen Grund. Wenn es denn so wäre, dass wir uns hier das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder das Privatfernsehen herbestellen, um zu sagen, wir machen jetzt hier ein Statement und können es verbreiten oder sowas ähnliches, kennen wir da alles nicht. Wir sind einfach auf die neuen Medien, auf sozialen Medien angewiesen, um die Stellung der AfD oder unserer beiden politischen Positionen darzustellen. Und das heißt, es wäre Selbstmord, wenn wir jetzt unterbrechen oder abbrechen. Mhm. Politischer Selbstmord. Politisch, natürlich. Michael Christian fragt, kann man Antifa-Hetze mit horrenden Geldbußen bestrafen? Das ist bestimmt einer aus der Truppe, oder? Ist das eine echte Frage? Das ist eine, ja natürlich, sind alle echt. Ja, was heißt Geldbuße, was heißt Antifa-Hetze? Es gibt ein Strafgesetzbuch in Deutschland, mhm. Es gibt ein Versammlungsgesetz, wo drin steht, was ich bei Versammlungen darf und was nicht. Und wenn ich mich an Recht und Gesetz nicht halte, das betrifft die Antifa, genauso wie alle anderen, dann wird bestraft oder möglicherweise auch eine Geldbuße verhängt. Also, Hetze ist ja auch nochmal so ein Begriff, wo ich auch immer sehr vorsichtig bin. Heutzutage ist ja alles, wo man früher festgestellt hat, man ist nicht einer Meinung oder man diskutiert, ist das heute immer gleich Hetze. Mhm. Das ist so ein bisschen auch DDR 2.0. Da war auch alles, was nicht so richtig fassbar war, war staatsfeindliche Hetze, Boykotthetze. Wir haben jetzt heute die fremdenfeindliche Hetze. Das ist also so ein linker Kampfbegriff. Mhm. Ich würde nicht von Antifa-Hetze, das sage ich manchmal auch so im Eifer des Gefechts. Aber die sollen ruhig ihre Meinung sagen und die können auch demonstrieren. Hauptsache, die lassen uns in Ruhe. Stefan, über die zu sprechen, heißt, denen Bedeutung beizumessen, die ihnen gar nicht zukommt. Das ist das Problem. Es wird sich von selbst erledigen. Jetzt wollte ich gerade noch eine Frage zu denen stellen, weil Ruth Blenz gefragt hat, was kann man gegen die Antifa tun, damit die endlich verboten wird. Aber die traue ich mich jetzt gar nicht mehr zu fragen, weil dann wir dann darüber reden. Also gegen Verbot bin ich. Entschuldigung. Also Verbot ist sowas, was wir aus der DDR kennen. Es muss Möglichkeiten geben, auch für Bürger, die andere politische Meinungen haben, als wir, sich zu artikulieren. Es sollte gewaltfrei sein und es sollte die anderen nicht beleidigen. Das sind diese beiden Sachen. Ja, das ist aber nicht. Also in Teilen, zumindest in Teilen, ist es eine terroristische Vereinigung. Und terroristische Vereinigungen sind in Deutschland G20. Da macht man sich strafbar. Ne? Das ist, glaube ich, auch im Strafgesetzbuch. Mhm. Gründung und sowas. Das ist eine terroristische Vereinigung. Also man muss sich die Sachen angucken. Aber ich glaube, am meisten gegen die Antifa hilft tatsächlich Bildung. Mhm. Bildung im besten Sinne. Also nicht Bildung, wie male ich Plakate oder wie blockiere ich eine Demonstration, sondern gute, universelle Bildung, humanistische Bildung. Ich glaube, der eine oder andere ist da auch erreichbar bei der Antifa. Das sind meistens jüngere Menschen, die nichts zu tun haben, die alleingelassen wurden. Also ein Großteil tut mir richtig leid, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die sehe. Ja, wie die missbraucht werden von den Altparteien, um als Straßenschläger Trupps durch die Gegend zu ziehen. Sollte man einen Aspekt drauflegen, auch im Land dann mal, wenn Wiebke Musal Bildungsministerin ist, dass man wirklich sich um diese Probleme der Jugendlichen kümmert, die meinen, sie müssten Antifanten sein. Wie man es dann in Hamburg erlebt hat mit dem Massenterror auf den Hamburger Straße. Naja, das sind ja die Terroristen halt. Ne? Ja. Die sind, glaube ich, die sind verloren für die Gesellschaft. Aber es gibt da sehr viele Mitläufer, die einfach nur so ein bisschen da in der Gruppe aufsteigen wollen. Und die erreicht man, glaube ich, noch. Michael Wähler fragt, wie steht die AfD zu der Abschaffung von Verbrennungsmotoren? Dieselverbot haben die Grünen. Wie heißt der? Michael Wähler. Ist das mein Cousin? Das also mein Cousin. Ich kenne Ihre Cousin. Ist Cousin. Ja, fragen Sie mal, ob das mein Cousin ist. Also, wisst du das wirklich? Das ist ja interessant. Ich? Ja. Oder du? Also ich bin da gefragt worden anlässlich eines Radiointerviews, wie wir als AfD dazu stehen. Und das sage ich ganz einfach. Deutschland ist nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern Deutschland ist das Land der Ingenieure. Es gibt nichts, was ein deutscher Ingenieur nicht kann. Das heißt, wir können doch jetzt nicht ausschließen, dass wir einen technologischen Fortschritt haben, in relativ kurzfristiger Zeit, der einen Verbrennungsmotor überflüssig macht. Das Problem, ich bin vom Haus aus Elektriker, das Problem ist zurzeit bei elektrischer Energie, wir können sie nicht speichern. Also das, was da abläuft, ist lächerlich. Wir versuchen da mit verschiedenen Methoden elektrische Energie so stark zu speichern, dass das Kfz oder das Kraftfahrzeug eine bestimmte Strecke fahren kann. In dem Moment, wo zum Beispiel das Speicherproblem gelöst ist, dieser elektrischen Energie, wird es auch sein, dass es in direkter Konkurrenz zum Verbrennungsmotor steht. Derzeit ist es keine Konkurrenz, das wissen viele. Man sollte natürlich überlegen, was man nutzt, wenn man eine elektrische Vespa hat und damit einkaufen geht, ist das vielleicht besser, als wenn ich jetzt ein SUV durch die Gegend schiebe, um mir eine Kiste Zelda nach Hause zu holen oder sowas ähnliches. Aber eine Konkurrenz zum Verbrennungsmotor ist derzeit noch nicht in Sicht. Firma Tesla versucht alles Mögliche und wie gesagt, ich bin da voller Zuversicht, dass in Ilmenau oder in Dresden
den Schmieden deutscher Ingenieurkunst da wirklich dran geforscht und gearbeitet wird. Das Land der Blinker und Lenker sozusagen, ja, wenn man aufs Auto zurückkommen will. Ne? Ja. Also Verbrennungsmotoren abschaffen ist völliger Unsinn. Derzeit. Ja, gerade der deutsche Diesel, der steht ja momentan auch so unter Druck. Das ist nichts anderes als ein Wirtschaftskrieg, der von Amerika geführt wird. Komischerweise von den USA Hand in Hand gemeinsam mit den Grünen hier in Deutschland. Mhm. Da wird Panik gemacht, da wurde geschummelt, da wurde auch strafrechtlich relevant möglicherweise gehandelt. Aber das tut der Tatsache keinen Abbruch, dass der deutsche Diesel eine ausgefeilte, hocheffiziente Technik ist. Richtig. Das betrifft den Diesel. Die anderen Motoren sind auch nicht anders. Und was ist denn die Alternative hier? Elektromotoren, es funktioniert nicht. Die Effizienz eines Elektroautos ist natürlich deutlich geringer als die des Diesels. Wenn man jetzt nur das Elektroauto anguckt, wird gesagt, ja, effizienter als der Diesel. Aber der Strom muss ja irgendwo herkommen. Ja, und den Strom brauche ich. Der Strom kommt aus Photovoltaikanlagen, die übrigens, wie ich durch eine neue kleine Anfrage weiß, auch in Thüringen sehr viel mit Unkrautvernichtungsmitteln gearbeitet wird bei diesen Photovoltaikanlagen, damit das Unkraut nicht wächst. Mhm. Ich frage dann nochmal nach, was genau. Der Strom wird erzeugt durch Windräder, die in Wälder reingebaut werden, wo ein Hektar pro Windrad, ein Hektar Wald etwa geht flöten pro Windrad. Mhm. Also ist alles andere als effizient. Und dann kommt das Ideologische dazu und dann sagen die Grünen tatsächlich in Podiumsdiskussion, ja, wir sind für einen emissionsfreien Verkehr. Und meinen damit ihre Elektroautos. Mhm. Verkennen aber einfachste physikalische Gesetze. Das also alleine, wenn ich nur einen Meter fahre mit meinem Elektroauto, ist schon Emission da. Allein durch den Abrieb und wenn ich bremse, sind auch Emissionen da. Also es ist rein physikalisch unmöglich, emissionsfreien Verkehr zu machen. Also wir sind gut aufgestellt. Ich denke mal, die Verbrennungsmotortechnologie wird uns noch lange, lange dominieren und das ist auch gut so. Aber niemals nie sagen. Also ja, niemals nie sagen. Als Herr Daimler und Herr Benz damals sich in die ersten Benzinkutschen setzten, 1800 paar zerquetschte Anfang, ne, 1900, da war es auch neu. Wer sagt uns, was in 20, 30 Jahren die technische, logische Fortschritte ist? Raumschiff Enterprise, da wird man auch hinterher gebeamt. Ja, da ist, genau. Das ist wahrscheinlich emissionsfrei. Das ist wahrscheinlich sowas in die Richtung. Aber das so, wir bekommen hier jede Menge Fragen rein. Ich muss mal ein bisschen hier nachkommen. Ein bisschen kürzer machen jetzt hier. Ja. Ralle Steini fragt, was sagen unsere Volksanwälte zur Bargeldabschaffung? Was sagen unsere Volksanwälte zur Bargeldabschaffung? Machen wir nicht mit. Riesenkäse. Bargeld ist gelebte Freiheit, gelebter Datenschutz. Wenn alles elektronisch läuft, kann ich alles nachverfolgen. Wenn alles elektronisch auf meinem Sparbuch ist, kann ich jederzeit sagen, so buchen wir mal 10% runter als Sondersteuer. Und das funktioniert mit Bargeld nicht. Also was uns da verklickert wird, dass die Bargeldabschaffung Kriminalität bekämpfen würde, ist riesengroßer Unsinn. Die EZB und Europa, die möchten den gläsernen Menschen haben. Und wir sind strikt dagegen, genauso wie wir dagegen waren, den 500er abzuschaffen, sind wir auch dagegen, überhaupt darüber nachzudenken, das Bargeld abzuschaffen. Zu unseren Sozialpolitiker in der Runde. Fichete Gabriel fragt, wie steht ihr zur Leiharbeit? Ach, Leiharbeit. So eine Vorlage für dich, oder? Ja, vorher, Steilvorlage. Leiharbeit. Muss man trennen. Leiharbeit im eigentlichen Sinne, wo Spezialisten Personalengpässe ausgleichen, ist Leiharbeit notwendig. Das heißt, wenn ein Aluschweißer in der Firma ausfällt, im Betrieb ausfällt, muss es einfach möglich sein, irgendwo einen kurzfristigen Ersatz für den Zeitraum der Krankheit zu gewinnen. Aber bei uns ist es doch derzeit tatsächlich so, dass so wie die Lagerhaltung ausgesourced worden ist, auch die Personalwirtschaft ausgesourced worden ist. Das heißt, die großen Konzerne stellen keine festen Arbeitsverträge mehr aus, sondern nehmen sich lieber Leiharbeiter rein nach dem amerikanischen Prinzip Hire and Fire. Das heißt, sie können mühelos und jederzeit Leute einstellen, Leute entlassen. Und das Schlimme an der Sache ist, die Gewerkschaften machen es sogar noch mit, beziehungsweise drücken die Leiharbeiter noch in ihren Löhnen runter. Denn das Problem ist doch eigentlich im Osten, dass ehemalige feste Arbeitsverhältnisse wurden zu Leiharbeitsverhältnissen umgewandelt. Das ist das eine. Und das zweite, mit dem Hosianna, mit dem Jubelschrei auf den Mindestlohn, wurden reale Löhne, die höher lagen, einfach nach und nach und sukzessive heruntergeholt auf den Mindestlohn. Das heißt, Leiharbeit und Mindestlohn kommen wie Zwillinge auf die Leute zu. Das ist das Schlimme an der Sache. Und deswegen müssen wir an beiden Fronten arbeiten. Leiharbeit muss nur noch in begründeten Ausnahmefällen gestattet sein. Und dieser Mindestlohn, der muss weg und dahin muss ein Wohlstandslohn hin. Arbeit muss sich wieder lohnen.
Und interessant ist auch, wer mitgemacht hat, diesen Arbeitsmarkt so zu zerstören, die SPD, wo ein Kanzlerkandidat Martin Schulz seit 1999 im Vorstand steht und heute einen auf Messias macht. Ja, genau so ist es. Also wenn ich mir diese Plakate anschaue, die die SPD da raushängt, soziale Sicherheit etc. Also es war Agenda 2010, der Mann hieß Schröder, war Bundeskanzler. Das muss mal gesagt werden. Ne? Und der Hartz-IV-Erfinder war Vorstand, war im Vorstand, aber er hat ganz toll mit dem Herrn Volkerts zusammengearbeitet. Herr Volkerts war der Chef des Betriebsrates in dieser Zeit bei VW. Nicht nur, dass der Millionenzahlungen erhalten hat, auch die Freundin von Herrn Volkerts hat auch das Geld bekommen, 7.000 ein paar zerquetschte im Monat. Und das hat nicht mal gereicht. Da mussten noch Lustreisen und so weiter hin. Ich wollte gerade sagen, die eine oder andere Sause war auch dabei. Die eine und die andere Sause war auch noch dabei. Also ich meine, wissen Sie, wenn man dann noch von sozialer Sicherheit oder von sozialen Engagement der SPD spricht, es ist eine Schande, sage ich Ihnen. Aber wir machen weiter mit den Fragen. Na, SPD wurde gerade angesprochen, oder? Ja. Die plakatieren doch gerade, es ist Zeit. Für was eigentlich? Da würde ich sagen, zu gehen. Ja, genau, oder so. Gut, machen wir weiter. Thomas Röss gefragt, wie steht die AfD zu den Bundeswehreinsätzen im Ausland? Afghanistan beispielsweise. Wir lehnen das ab. Die Bundeswehr ist dafür da, um Deutschland zu verteidigen. Und das dürfen sie aktuell nicht? Das dürfen sie nicht und das können sie momentan auch nicht, weil wir eine so grottenschlechte Verteidigungsministerin haben. Da fährt kaum ein Panzer, da fliegt kaum ein Flugzeug, da schießt kein richtiges Gewehr. Also es ist eigentlich peinlich. Die Soldaten tun mir richtig leid. Übrigens bei den Soldaten, die habe ich vorhin vergessen, da haben wir auch ziemlich großen Zuspruch. Das hört so bei den mit den Goldenen, da ist das, die sind ja hochpolitisch und die packen uns nur mit der Kneifzange an, aber die einfachen Soldaten sind auf unserer Seite auch, weil die genau wissen, eine vernünftige Armee muss vernünftig ausgerüstet werden. Und wenn ich irgendwo hingehe als Armee, dann gehe ich da vernünftig hin. Und nicht mit 50 Leuten da und 200 da und 2000 da. Das bringt nichts. Also wir lassen uns vor den Karren spannen von ehemaligen Kolonialmächten, Frankreich, Großbritannien, die ihre Probleme haben mit ihren alten Kolonien, die sollen sie selber lösen. Da haben wir als Bundeswehr nichts verloren. Und es ist manchmal auch eine Schande, wie wir unsere deutschen Soldaten im Ausland dastehen lassen. Also wenn man überlegt, wenn unsere Panzer in Finnland fahren, ne, dann haben die keine Gewehrläufe dabei, die hinten draußen ran montiert sind. Das sind schwarz lackierte Besenstiele. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was das für eine Demütigung ist, genau, was das für eine Scham hervorrufen muss. Oder wir haben Marinehubschrauber, die dürfen nicht über die Wasser fliegen. Ja. Also ich meine, und wir haben von Heckler, wir haben Gewehre, keinen Namen nennen, die sollen dann irgendwann, wenn sie nach mehreren Schüssen, sollen die um die Ecke schießen. Also ich meine, wir haben so viele Baustellen. Ich sage, die derzeitige Besetzung mit Frau von der Leyen als Verteidigungsministerin ist eine Fehlbesetzung und wir müssen unbedingt wieder anfangen, die Bundeswehr wieder kampffähig werden zu lassen. Das ist wichtig. Türkei ist auch noch so ein Ding, ne? Wir schicken Bundeswehr Flugabwehrraketen in die Türkei, um die Türkei zu schützen. Und die Türkei sagt dann... Wir haben keine Raketen in die Türkei geschickt, wir haben die ganze Mannschaft dorthin geschickt. Ja, ja. Genau. Und die Türkei sagt dann allerdings, aber ihr dürft die vom Bundestag, ihr dürft die nicht besuchen. Mhm. Ja. Das muss man sich ja vorstellen. Da würde ich und man lässt sich gefallen. Da würde ich sagen, ja, okay, wenn wir die nicht besuchen dürfen, dann kommen die wieder zurück. Genau. Das ist doch der logischste Schritt. Traut sich. Keine deutsche Verteidigungsministerin und auch keine deutsche Bundeskanzlerin. Naja, wir kommen und wir uns ansprechen, wenn wir da sind in Berlin. Ja. Jörg Schwendorius fragt, was haltet ihr davon, Selbstverteidigungskurse hauptsächlich für Frauen anzubieten? Gar nichts. Gar nichts, weil wir dann das Risiko, dass die Frau verletzt wird, dass die Frau sich auseinandersetzen muss, einfach und alleinig auf die Frau verlagern. Wir brauchen Schutz und Sicherheit durch Schutz der Außengrenzen. Wir brauchen Schutz und Sicherheit durch Verstärkung der Polizei. Jede Frau muss auch ohne Selbstverteidigungskurs abends irgendwo hingehen können, ohne dass sie mit Reizgas oder mit einer Schreckschusswaffe ausgerüstet Angst um ihre körperliche Unversehrtheit haben muss. Also das heißt, leider ist es derzeit so, dass Frauen sich mit diesem Thema Gewalt auseinandersetzen müssen, vielleicht auch mit einem Selbstverteidigungskurs. Aber es kann nicht die Forderung der AfD sein, die CDU und die Regierungsparteien aus der Verantwortung zu entlassen für diesen Mist, den die 2015 gemacht haben, als dass sie unser Vaterland geflutet haben. Das wäre Symptompolitik, was für die Altparteien symptomatisch ist, statt die Probleme zu lösen. Ja, das ist ganz am Ende der Kette fange ich dann an. Aber ich will es den Frauen natürlich nicht ausreden, genauso wenig wie den Männern, Sport zu treiben und auch Selbstverteidigungskurse zu besuchen. Ich habe auch damit angefangen übrigens. Mit Selbstverteidigungskurse oder Sport? Sowohl das eine als auch das andere. Aber die Lösung muss doch sein, der kriminelle Ausländer muss abgeschoben werden. Das auch.
Ja? Und es müssen weniger Kriminelle reingelassen werden, indem die Grenzen geschützt werden. Gar keine mehr. Ja. John Johnson fragt, also manchmal denke ich mir, die Namen sind etwa so gewählt, dass ich sie hier so vorlese. Was will die AfD gegen das Netzdurchsetzungsgesetz von Heiko Maas unternehmen? Ist ja nachweislich verfassungswidrig. Auch im Übrigen verfassungswidrig zustande gekommen. War zu wenige Abgeordnete. Ja, nachweislich verfassungswidrig ist es dann, wenn das Verfassungsgericht das festgestellt hat. Ne? Hm. Aber die Frage ist, was wir dagegen unternehmen wollen? Ja. Abschaffen. Das ist kein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist ein Netzwerkzersetzungsgesetz, was da geschaffen wurde, was nach Auffassung vieler Experten auch und auch nach meiner verfassungswidrig ist. Die Feststellung obliegt dann dem Bundesverfassungsgericht. Abschaffen, wenn die Mehrheiten dafür nicht reichen, müssen wir versuchen, das über eine abstrakte Normenkontrolle vor das Bundesverfassungsgericht zu bekommen. Und dann wird das Bundesverfassungsgericht sicher das für unwirksam erklären. Mhm. Wenn das nicht funktioniert, kann jeder Einzelne, der natürlich da Probleme mit dem Gesetz hat, kann sich ja durch die Instanzen klagen und dafür sorgen, dass das Gesetz abgeschafft wird. Das wird nicht lange dauern, dann ist das weg. Eine zweite Sache ist natürlich, das ist auch oft in den Wahlständen oder Informationsständen angesprochen worden, ihr werdet doch gar nicht Regierungspartei, ihr könnt doch sowas gar nicht abschaffen. Aber was wir machen können ist, wir können den gesellschaftlichen Diskurs führen, die Diskussion führen, wir können Volksabstimmung anregen, wir können eine Großdiskussion vom Bundestag heraus runterbrechen und so weiter. Also das heißt, in dem Moment, wo wir gewählt werden am Wochenende, haben wir die Möglichkeit, über die Arbeit im Bundestag diese Sachen aufzurufen und zu bearbeiten. Und noch stärker in die Öffentlichkeit richtig, zu transportieren. Richtig, richtig. Dann Ruth Bienz fragt, welche Möglichkeit haben Sie als AfD in der Opposition im Bundestag, den Familiennachzug zu stoppen bzw. einzuschränken? Sie wissen, Frau Merkel plant den Familiennachzug von 100.000 von Syrern. Im Endeffekt ist es natürlich eine Frage, eine Entscheidung, die die Exekutive, also die Regierung trifft. Aber wir können natürlich, wie wir es jetzt auch schon machen, den öffentlichen Druck dermaßen hoch machen, dass auch die Regierung einsieht, dass sie Unsinn macht. Ja. Das funktioniert übrigens im Thüringer Landtag, sind wir auch nicht in der Regierung. Und wir treiben die anderen vor uns her. Also wir haben noch nicht einen einzigen Antrag durchbekommen. Mhm. Die werden alle abgelehnt, aber 2-3 Monate später tun die anderen so, als hätten sie das Rad neu erfunden, bringen unsere Anträge und stimmen denen zu. So funktioniert wunderbare Oppositionspolitik. Das ist jetzt nicht ganz nett von denen, ja, aber es gibt kein Copyright in der Politik. Mhm. Und wenn ich mache ja Politik nicht, um meine Anträge durchzubekommen, sondern um meine Ideen umzusetzen. Und dann ist mir egal, wer die einbringt. Und ich sag mal eins, also in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, ist es sogar gelungen, mit der CDU zusammen einen Untersuchungsausschuss einzusetzen gegen die G20-Gewalt oder zur Untersuchung der G20-Gewalt und der linken Antifanten. Also das heißt, lassen Sie uns nach Berlin gehen, lassen Sie uns alle Möglichkeiten ausschöpfen. Wenn wir dort sind, dann haben wir auch die Möglichkeit, solche Fragen anzufassen. Waldi Wald fragt, wie sieht es aus mit einem Moscheeverbot in Deutschland? Gibt es da die Möglichkeit? Würden Sie das unterstützen? Das Waldi Wald, ist das die Abkürzung meines Direktgegenkandidaten hier in Erfurt, der von der Hundepartei oder sowas? Ach, der, oh Gott, nein. Kann er das sein? Es ist ja schon verdächtig, so dieser Name. Also ich würde sagen, der schickt eher Bilder, als dass er Fragen schickt, ja, oder? Ja, das ja ist ein ganz, ganz heißes Thema hier aus, ganz heißes Thema. Aber was war jetzt die Frage, jetzt habe ich es vergessen. Moscheeverbot? Wie sieht es aus mit einem Moscheeverbot in Deutschland? Ja, es gibt schon jede Menge Moscheen, mhm, und eine Moschee ist auch per se nichts Verwerfliches. Aber wir brauchen keine Moscheen, die als Bauwerke Stadtteile oder Städte dominieren. Wir brauchen keine Moscheen mit Minaretten. Wir brauchen Gebetsräume, klar. Aber so eine Moschee ist ja für die Moslems was ganz anderes als für einen Christen eine Kirche. Für Christen ist die Kirche ein Ort der Versammlung, des Gebetes und für den Gottesdienst. Eine Moschee für den Moslem ist ein Gemeindehaus, wo auch Politik gemacht wird. Deshalb muss man da ganz genau darauf achten. Wir müssen natürlich auch gucken, wir können die Bauvorschriften entsprechend anpassen. Jeder kann beten, wie er will und wo er will und kann sich auch gerne den Teppich in irgendwelche Räume legen, die schon da sind oder die er baut, aber nicht keine dominierenden Gebäude. Das mhm ist mit dem Baurecht nicht in Einklang zu bringen und ist, wie gesagt, auch nicht vergleichbar mit einer christlichen Kirche, die es schon seit 1500 Jahren oder wie lange hier gibt. Mhm. Anna Eberhardt fragt eine Frage zu alleinerziehenden Müttern an unseren Sozialpolitiker. Man bekommt schwer als Mutter eine richtige Arbeit, weil es oft um Schichtarbeit geht. Das heißt, man ist irgendwo ganz unten auf dem Markt. Welche Perspektiven haben Sie für diese Menschen, zum Beispiel für alleinerziehende Mütter? Ja, also die erste Perspektive ist, dass wir die Willkommenskultur der Kinder einfach erhöhen müssen. Das heißt, die Familie oder die alleinerziehende Mutter muss sich einfach mal wieder ein Kind leisten können. Wenn wir heute 680 oder 690 Euro pro Flüchtling pro Monat ausgeben
dann erschüttert es mich und ich finde es einem Industriestaat für unwürdig, dass wir nicht ein gleichartiges Kindergeld haben. Wenn wir eine Ablehnungsquote bei den Flüchtlingen von 98% haben, wie 2013 und 2014, dann habe ich genug finanzielle Möglichkeit, an jedes deutsche Kind ein Willkommenskindergeld von 680 Euro im Monat zu zahlen. Und dann hat die Mutter einen finanziellen Ausgleich für den Sachverhalt, dass sie tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt schlechter gestellt ist. Das ist das eine. Das andere ist, natürlich kann ich in den Stellschrauben drehen, das Teilzeitbefristungsgesetz. Natürlich kann ich sagen, dass die Mütter gefordert werden sollen bei der Arbeitsaufnahme. Das sind aber alles Fragen, die nachrangig sind. Für mich ist es wichtig, dass wir die Kinder willkommen heißen, dass wir die finanziellen Situationen, die Belastung, können wir uns ein Kind leisten, in Deutschland einfach abschaffen. Es kann nicht sein, dass wir uns die Massen an illegalen Ausländern in Deutschland leisten, aber keine Kinder. Das ist mein Problem, was ich sage. Danke. Damit sind wir ja eigentlich auch schon bei den Jüngsten, kommen wir einen Ticken älter, zu den Studenten, die heute Abend zum Beispiel uns zuschauen. Wie stellt sich die AfD zum Beispiel das BAföG in Zukunft vor? BAföG, das ist eine sehr, sehr offene Frage. Also wir haben ja, ich glaube, weiß nicht, ob es plakatiert wird, Meister statt Master. Das heißt jetzt nicht, dass wir den Master, also den Universitätsabschluss abschaffen wollen und nur noch Meister fördern. Aber was wir damit sagen wollen, ist, dass der Akademisierungswahn in Deutschland aufhören muss. Ja, es muss nicht jeder Abitur machen, weil wenn jeder das Abitur macht, dann hat es hinterher gar keiner mehr. Und wenn man sich schon mal anschaut, was teilweise von den Gymnasien als Abiturienten entlassen wird, da waren wir ja gerade, entlassen wird, da waren wir gerade am Anfang schon. Ja, das sind Leute, die dann politisch geschult und auf Linie sind und Steine schmeißen können, aber rechnen und lesen ist Flaute. Also das muss nicht sein. Wir brauchen eine vernünftige, solide Ausbildung. Und wenn wir sagen Meister statt Master, dann heißt das nichts anderes, als dass beide Schienen, sowohl die, ich sag mal, die handwerkliche als auch die des Studiums, gleichmäßig behandelt werden müssen. Wenn eine Studienausbildung kostenlos ist, so wie in Deutschland, es gibt keine Studiengebühren, dann muss auch die Ausbildung zum Gesellen und zum Meister natürlich kostenlos sein. Das liegt für mich auf der Hand, dass wir da eine Gleichbehandlung brauchen. Was das BAföG angeht, da vertrete ich die Auffassung, dass BAföG elternunabhängig gezahlt werden sollte. Also wer BAföG meint, er braucht BAföG, es gibt vielleicht auch Reiche, die brauchen es ja nicht, aber wer meint, er braucht BAföG, kann es beantragen und bekommt es auch. Allerdings nur eine sehr begrenzte Zeit, Regelstudienzeit beispielsweise, und dann auch nach meiner Auffassung mit der Maßgabe, dass zumindest ein Teil als Darlehen gewährt wird. Das war bei mir genauso. Ich hab BAföG bekommen, einen Teil als Darlehen gewährt bekommen, ich glaube, es war die Hälfte. Bekam dann allerdings, weil ich relativ schnell studiert habe, einen Erlass, weil ich relativ gut studiert habe, gab es einen Erlass, sodass am Ende relativ wenig überblieb. Und es ist ja auch den Menschen draußen nicht zu erklären, warum die Krankenschwester oder der Dachdecker einen Studenten durchfüttern soll, sage ich mal, über das BAföG, der hinterher im Zweifel mehr verdient als diejenigen, die ihn durchgefüttert haben, der dann aber die Schulden nicht zurückbezahlt. Also das ist sozial einfach ungerecht. Also kostenlose Bildung für alle, in beiden Richtungen, Hochschule und auch Handwerker, wenn BAföG, Eltern unabhängig, aber jedenfalls zum Teil auf Darlehensbasis. Dann kommen wir zu der Frage, nochmal John Johnson, nochmal Thema Familiennachzug. Der mag uns aber. Ja, der mag uns sehr, sehr engagiert heute Abend. Angeblich kalkuliert die Regierung mit 1 bis 2 Personen an Familiennachzug pro Asylanten beispielsweise. Halten Sie das für wahrscheinlich? Ich glaube kaum, dass die durchschnittliche syrische Familie nur aus 2 Personen besteht. Glauben wir auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Gut. Man redet ja auch nicht immer von den bekannten arabischen Kleinfamilien, sondern Großfamilien. Auch das nicht so. Ja. Jeder, der sich ein bisschen mit Geschichte auskennt oder mit Wirtschaftsgeschichte auskennt, weiß, dass diese Staaten Familien so anlegen müssen, weil die Sozialvorsorge schlechter ist, dass sie größer ist, dass die Kinder, die Alten pflegen können, finanziell unterstützen können. Also ist alles, da kommt schnell ein Dutzend zusammen. Naja, aber es ist Unsinn. Das sind 2 Personen. Hier fragt Sabine Kränkel, mich würde mal interessieren, wie Sie zu einer Mindestrente von 1200 Euro oder höher netto stehen? Stehe ich positiv gegenüber. Wir müssen, das hatte ich vorhin schon mal versucht auszuführen, wir müssen uns dem Problem stellen, dass wir in Deutschland Altersarmut haben werden. Richtig grobe Altersarmut. Das heißt, unsere Mütter, unsere Väter gehen zum Sozialamt
und müssen um Geld betteln, dass sie Miete bezahlen können, dass sie Essen einkaufen können. Oder sie müssen Flaschen sammeln wie die 73-jährige Frau. Wenn man sich das überlegt, da gibt es einen Amri, diesen Attentäter in Berlin, der mit 16 verschiedenen Identitäten durch Deutschland reist, mit Rauschgift dealt, dabei von der Polizei, den Landeskriminalämtern verfolgt wird und alles aufgenommen wird und so weiter und so fort. Und nichts, nichts passiert, niente, gar nichts. Und wir haben eine 73-jährige alte Dame, die in Westdeutschland auf dem Bahnhof Flaschen sammelt, aufgegriffen wurde und Hausverbot erteilt bekommen hat. Und als sie dann durch den Bahnhof nochmal zwei Flaschen sah, ein, zwei Jahre später nach diesem Hausverbot, nahm sie sich zwei Flaschen von dem Bahnsteig weg, wurde von den Bahnmitarbeitern gestellt und das wurde zur Anzeige gebracht. Und stellen Sie sich vor, die Staatsanwaltschaft soll tatsächlich einen Strafbefehl erlassen haben. Also das heißt, diese Frau wurde kriminalisiert. Das droht uns allen. Ne? Also einerseits diese Ungleichbehandlung und andererseits dieses wirtschaftliche Elend. Und das Interessante ist, diese 73-jährige Frau hat unser Vaterland aufgebaut. Die hat nach dem Krieg die Karre aus dem Dreck gezogen. Das heißt, wir brauchen eine Lebensleistungsrente, die anerkennt, dass Frauen und Männer, egal wie viel sie verdient haben, sich um dieses Land verdient gemacht haben. Und das sind ein Betrag, wie eben gerade genannt worden ist, gerade richtig. Und das können wir finanzieren. Wir sind ein reiches Land. Wir können es uns leisten, dass die gesamten Gewinne oder das Großteil der Gewinne der deutschen Konzerne ins Ausland transferiert werden, dort zu Kosten umgewandelt werden, damit man dort in Deutschland, damit man hier in Deutschland keine Steuern bezahlen muss. Erhöhen wir die Steuerquote. Zurzeit ist die Steuerquote bei 36% und 33 führen wir bloß ab. Also das heißt, das ist der Anteil, den der Staat in die Rente zahlt. Wir haben ja einerseits den Arbeitnehmerbeitrag, wir haben den Arbeitgeberbeitrag. 26% und wir haben den Beitrag, den der Staat zahlt. Und da muss man, die Steuerquote müssen wir erhöhen und das ist ganz einfach. Und dann können wir auch an die Frau, an diese 73-jährige Flaschensammlerin eine Rente bezahlen, die sie verdient hat nach ihrer Lebensleistung und die sollte schon 1200 Euro betragen. Sie sprechen die ursprünglich angedachte Drittelparität an, ja, in der Rente, wo der Arbeitgeber einen Teil bezahlt, ein Drittel, Arbeitnehmer ein Drittel und der Bundeszuschuss ein Drittel beträgt. Das ist so ein Spezialgebiet von Ihnen? Von mir, von Herrn Pohl. Von Herrn Pohl. Ich dachte, ich hätte von Ihnen auch schon mal so tolle Ausführungen zugehört. Alles nur angelesen. Ah, gut. Reinhard Wacker fragt, die AfD will künftig in voller Fraktionsstärke an den Bundestagssitzungen teilnehmen und damit das sogenannte Pairing-Verfahren beenden, Klammer auf, mit dem nur wenige Abgeordnete ein Gesetz durchwinken. Jetzt fehlt hier die Klammer zu, aber ich nehme an, Klammer zu. Wird die AfD dann künftig strikt bei Beschlussunfähigkeit einen Geschäftsordnungsantrag stellen? Wird das bisher von Ihnen auch im Landtag so gehandhabt? Wir haben es vor. Ja, wir haben es vor. Also dann würden so Sachen wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch nicht mehr zustande kommen. Es war ja vorhin die Frage, ob das verfassungswidrig zustande kam. Ja, es waren ja nur 50, 60 Abgeordnete da von 600 oder wie viel es da gibt. Die waren alle noch feiern. Ja, aber dazu muss man wissen, dass der Bundestag so lange beschlussfähig ist, wie die Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt wird. Das muss also jemand beantragen. Wenn sich alle Altparteien einig sind, dann reichen halt auch von jeder Partei runtergerechnet, hier 5, da 10, sodass man die Mehrheitsverhältnisse abbildet, aber es reicht, wenn ein Bruchteil da ist. Und das wird mit uns nicht mehr funktionieren. Wir werden gucken, wenn bei Abstimmungen weniger als die Hälfte da sind, werden wir einen Antrag stellen, auf die Beschlussunfähigkeit festzustellen. Und dann kommen die entweder alle wieder oder die Sitzung ist beendet. Die Frage, ob das im Landtag der Fall ist, es war bisher nicht der Fall, weil hier eine große, es geht ja sehr gesittet zu, es war noch nie bei Abstimmungen. Es geht ja nicht immer darum, dass immer alle da sind, auch bei den Reden, sondern es geht um die Abstimmungen. Ne? Das, bei den Abstimmungen war hier noch nie weniger als die Hälfte im Landtag. Machen wir noch die Frage von Peter Fischer. Ich halte das für brandgefährlich, dass derzeit so viel Kindergeld gezahlt wird. Das ist eine Einladung an die gebärfreudigen Muslime, gar nicht mehr arbeiten zu gehen. Wäre es nicht besser, den Kinderfreibetrag der arbeitenden Bevölkerung deutlich zu erhöhen? Dadurch kann man verhindern, dass Kinderkriegen zur Vollzeitbeschäftigung wird. Was meinen Sie? Ja, wie ist der denn drauf? Ja, man könnte auch einfach die Grenzen besser sichern, dann hätte das auch keinen Zuzugseffekt, oder? Nächste Frage. Nächste Frage? Nein, die Frage... Ja, Du wollen Sie bitte, okay. Also nein, die Frage ist, ja, aber ich als Sozialer, fangen wir mal ganz kurz an. Wir können die Kinder nicht dafür bestrafen, dass die Eltern nicht arbeiten, erstens. Zweitens, wenn ich eine Familie habe, die sich assimiliert, die hier in Deutschland aufgeht, die deutsche Sprache spricht, die deutsche Kultur hochhebt und so weiter und so fort, kann sie auch,
dann sind die Kinder zu schützen. Dann sind die ja, Kinder aber Hans-Werner Sinn, ich muss nochmal Hans-Werner Sinn, das war der mit den alten Frauen, was ich vorhin erzählt hatte, ne, der Wirtschaftswissenschaftler. Und der hat ganz klar gesagt, man muss sich überlegen, ob man nicht die Sozialansprüche in Deutschland aufteilt. Zwischen erarbeiteten Ansprüchen auf der einen Seite und ich glaube, der hat die anderen ererbte. Ich weiß nicht genau, warum ererbt genannt. Also das eine ist, wenn ich in Deutschland als Ausländer arbeite und ich zahle in die Arbeitslosenversicherung ein und in die Rentenversicherung ein, dann habe ich selbstverständlich hinterher einen Anspruch, wenn ich arbeitslos werde oder Rentner werde, dass ich das Eingezahlte zurückbekomme. Das habe ich erarbeitet. Kindergeld hat aber mit der Arbeit nichts zu tun. So richtig. Da bekomme ich das Geld einfach so. Und da sagt er, da müssen wir halt da zurück, da vielleicht auf den Punkt kommen, dass wir sagen, gerade in Europa, wo wir die Freizügigkeit haben, Kindergeld wird nach der Maßgabe bezahlt, was im Herkunftsland bezahlt wird beispielsweise. Das sind so die Verschenkten. Ich weiß nicht, warum man die ererbt genannt hat, aber den Ansatz finde ich vernünftig. Dass die freiwilligen Sozialabgaben sozusagen, die ich nicht erarbeite, dass die auf dem Niveau gezahlt werden, wie es im Herkunftsland ist. Es geht eigentlich darum auch, dass wir mittlerweile durch die Rechtsprechung, glaube ich, des Europäischen Gerichtshofs die Situation haben, dass Werkvertragsarbeitnehmer oder Europäer, die also Ausländer, Europäer, die in Deutschland arbeiten, volles Kindergeld für die Kinder bekommen, die gar nicht in Deutschland sind, sondern zum Beispiel in Rumänien oder Polen verbleiben. Und die es vielleicht gar nicht gibt. Naja, ich unterstelle mal, die gibt es. Okay. Aber die werden trotzdem gezahlt, diese Leistungen, obwohl die Kinder gar nicht hier sind. Und das hat zur Folge, dass der Arbeitgeber, der diese Leute reinholt mit dem Entsendungs-, also mit dem Werkvertragsrecht oder hier einstellt, natürlich mit dieser Sozialzahlung kalkuliert. Das heißt, es wird weniger Geld an die Arbeitnehmer ausgezahlt und es kommt dazu, dass mit dem Kindergeld eine Aufstockung der Entgeltzahlung erfolgt und dass es dann wieder adäquat ist. Das ist natürlich wirtschaftlich grober Unfug, das muss sofort abgeschafft werden, dass wir für hier nicht in Deutschland geborene Kinder und nicht in Deutschland ansässige Kinder Kindergeldleistungen erbringen. Also das geht gar nicht. Nee, geht gar nicht. Was auch nicht geht, ist, dass wir noch sehr viel länger überziehen. Wir haben die Stunde jetzt hinter uns gebracht. Nicht nur hinter uns gebracht, sondern mit Freude hinter uns gebracht. Wir haben viele Fragen beantwortet. Müssen auch an die nachfolgenden Sendungen alle denken. Das müssen wir verschieben. Genau. Sonst gibt es Ärger wie damals bei Wetten, das immer. Genau. Ja? Möchten Sie denn noch vielleicht einen kurzen Wahlaufruf starten für Sonntag 18 Uhr? Lasst mich anfangen, weil er der Spitzenkandidat das letzte Wort haben soll. Ich will mich bedanken bei der AfD, die es möglich gemacht hat, seit 2013 eine Politik zu machen, die sich für unser Volk und für unser Vaterland einsetzt. Das ist eine stolze Sache, das ist eine Sache, die mich wirklich stolz macht. Ich möchte mich bedanken, dass ich hier diesen Wahlkampf führen durfte und den habe ich für Sie als Wähler draußen geführt. Und deshalb bitte ich einfach alle, die heute zuhören, als Multiplikatoren aufzutreten, am Sonntag alle die mitzunehmen, die gleichen klaren Herzen sind und zur Wahl zu gehen. Und das ist meine Bitte. Ja, da ist jetzt nicht viel hinzuzufügen. Wir haben jetzt noch ungefähr 70 Stunden Zeit. Ich habe es vorhin gesagt, inzwischen ist eine Stunde weniger noch. Also wir geben da noch richtig Gas und geben alles, weil es nicht um uns geht, sondern es geht um Deutschland. Ja. Wir haben nicht mehr viele Chancen, Deutschland zu retten. Das meine ich jetzt genauso ernst, wie ich es sage. Eine Chance haben wir am 24. September, das zu tun. Die nächste Chance ist möglicherweise erst im Jahr 2021 dann wieder da. Ob da noch was zu retten da ist, da habe ich meine Zweifel. Also wir müssen jetzt wirklich so stark werden wie nur möglich und dann das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Also Deutschland rocken, sage ich immer, ist nicht ganz so wichtig, aber Deutschland retten. Und das kann nur die AfD. Gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute Abend wieder so reichlich und so rege mitgemacht haben. Ich hoffe, dass auch Sie am Sonntag vor 18 Uhr uns die Stimme geben, die AfD. Ich hoffe, dass Sie danach im Wahllokal bleiben und mit bei der Auszählung noch über die Schultern schauen und dass Sie dann nach 18 Uhr auch mit uns gemeinsam feiern, wenn das erste Mal seit langer Zeit wieder eine richtige Opposition im Deutschen Bundestag einzieht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sagen wir mal bis Sonntag. Bis bald und gute Nacht. Tschüss.